Publish or perish, veröffentliche oder geh unter. Welcher Student und welche Doktorandin kennt das nicht und macht sich früher oder später ans Schreiben der Masterarbeit oder des ersten Manuskripts? Jeder Seminarteilnehmer soll im Laufe eines Semesters ein eigenes Manuskript fertigstellen. Das Manuskript wird in einzelne Teile zerlegt, die zwischen den Sitzungen geschrieben werden. Normalerweise werden die Schreibaufgaben vom Dozenten begutachtet. Das kostet allerdings so viel Zeit, dass es normalerweise mit nur einem Dozenten kaum durchführbar ist. Das Do-It-Plugin aus der Lernmanagement-Umgebung StudIP ermöglicht die gegenseitige Begutachtung in Kleingruppen. Das spart nicht nur Zeit, sondern intensiviert den Lernprozess durch das Erkennen und Verbessern fremder und eigener Fehler. Jeder Teilnehmer lädt seine Schreibaufgaben bis zur Deadline individuell im Do-It-Bereich hoch. Die Teilnehmer werden für die Dauer des Seminars in Zweiergruppen aufgeteilt und jede Woche werden je zwei Zweierteams zu einem Metateam zusammengefasst. Die Zusammensetzung der Metateams wechselt also wöchentlich, was Leistungsunterschiede auffangen kann. Jeder lädt die Texte der Mitglieder seines Metateams auf Do-It herunter und gibt konstruktives schriftliches Feedback. Anschließend werden die drei Begutachtungen wieder hochgeladen. Dadurch schafft Do-It zeitliche und räumliche Flexibilität. Schließlich lädt sich jeder seine drei Feedbacks herunter und bringt sie mit zur nächsten Seminarsitzung, wo sie dann im Metateam besprochen werden. Do-It ermöglicht zu jedem Zeitpunkt eine aktuelle Übersicht über die abgegebenen Schreibaufgaben und Begutachtungen, sowohl für Teilnehmende als auch für Dozenten. Das ist besonders notwendig, wenn Schreibaufgaben und Begutachtungen gleichzeitig Prüfungsleistungen sind. Ich fand das Konzept mit den Deadlines sehr gut, weil dadurch einfach die Struktur gut vorgegeben war und man motiviert war, sich auch schneller an die Aufgaben dran zu setzen. Mhm. Feedback zu seinem eigenen Text bekommen ist natürlich super wichtig, weil man endlich lernt, mal seinen Text richtig zu strukturieren. Aber auf der anderen Seite auch das Feedback zu geben und einen Text kritisch zu lesen und zu lernen, wo sind die Fehler, was gefällt mir nicht, ist super wichtig. Das Do-It eignet sich insofern dafür, als dass alles an einem Ort ist, dass man sehr komfortabel rauf und runterladen kann. Und nicht großartig Mailinglisten gründen muss, in denen man dann unglaublich viele Mails bekommt. Und auch der Fortschrittsbalken ist super praktisch, weil man immer sofort sehen kann, auf welchem Stand bin ich. Und muss sich jetzt nicht nach einem langen, harten Arbeitstag überlegen, oh Gott, habe ich das jetzt wirklich schon gemacht.
intensives Schreiben üben ist in dieser Form nur durch gegenseitige Begutachtung möglich. Ein Dozent alleine würde das überhaupt nicht schaffen. Darüber hinaus spart Duet einfach Zeit. Und das nicht nur für den Dozenten, sondern auch für die Studierenden. Und diese Zeit bleibt dann letztendlich fürs Schreiben übrig. Und daher ist meine Beobachtung insgesamt, dass diese gegenseitige Begutachtung eine offene Lernatmosphäre schafft, dass sie dazu führt, dass die Studierenden aktiv teilnehmen und dass sie auch Kreativität der Studierenden fördert und letztendlich einfach die Kommunikation zwischen den Studierenden intensiviert. Und das eben nicht nur zwischen den Sitzungen, wenn Duet eingesetzt wird, sondern auch während der Sitzung, wenn dann die Begutachtungen diskutiert werden. Insgesamt kommen wir dadurch einen absolut teilnehmergesteuerten Lernprozess.